Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Die Nachtzentrale. Heute zeige ich euch mal wieder eine neue Zuckerblume. Und zwar, meine Freundin hat ja bald die Meisterprüfung und sie möchte auch unbedingt was mit Zucker machen, eben ein Blumenbouquet. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist eigentlich die perfekte Möglichkeit, euch wieder mal eine neue Technik zu zeigen. Und jeden, der was mal von Zucker ziehen wollte, kann ich nur sagen, unbedingt dabei bleiben, denn ich zeige euch, wie es geht. Das sind jetzt die ganzen Sachen, die wir für unsere Zuckerblumen jetzt brauchen. Insgesamt haben wir eben eine Schaumstoffplatte. Eigentlich ist das jetzt vom Baumarkt, das ist das Innenleben von einem Sessel. Die benutze ich gerne, um Blumen nachher zu fixieren. Eben die Blumen werden auf die Nägel fixieren und die fertigen Blumen nachher wieder reinstecken. Somit kann die Blume nicht umkippen und das Blatt eben brechen. Einmal in eine Silikontortenform. Das werde ich euch später einfach zeigen. Mit dem wärme ich eigentlich den Zucker nur auf. Einmal Handschuhe für die Hände eben zum Arbeiten, dass der Zucker nicht an den Händen kleben bleibt. Lebensmittelfarbe flüssig, also wirklich nur flüssig nehmen, weil Gebenfarben halten die Hitze nicht aus beim Kochen. Eine Silbermatte, da werden wir unseren gekochten Zucker nachher reingeben. Isomalt oder Mikrozucker, im Endeffekt könnte man es auch mit normalem Zucker machen. Ich arbeite lieber mit Isomalt, weil hierbei einfach die Luftfeuchtigkeit nicht so angezogen wird und das Endprodukt am Schluss länger hält. Ja, einen Spiritusbrenner oder irgendeine Lampe mit einer Flamme zum Ankleben, braucht das nicht so groß sein. Man könnte auch einen Bunsenbrenner nehmen, ein Spiritusbrenner hält einfach ein bisschen länger. Ja, ein paar Silbermatten oder Silikonmatten, eine Schere. Eine Zuckerlampe wäre ganz optimal, muss es nicht so eine sein, kann auch eine etwas billigere sein oder einfach eine Wärmequelle. Genau, und eben ein Zuckerthermometer oder ein anderes Thermometer, wo wir mindestens um die 170, 180 Grad messen können. Und wenn wir das alles haben, können wir schon loslegen. Wichtig ist nur eines, ich darf jetzt, wenn ich jetzt den Zucker koche, nur das Ganze bodenbedeckt reingeben, weil sonst habe ich das Problem, dass unten ein Wärmeherd entsteht und der Zucker leicht kolorisiert und somit den ganzen Zucker eben leicht braun macht. Das möchte ich vermeiden, darum einfach einmal den Boden von dem Kessel einfach einmal schmelzen lassen. Dann kann ich immer die doppelte Menge nachgeben. So, jetzt hat der Zucker eben 170 Grad. Sobald er diese 170 Grad erreicht hat, gebe ich ungefähr 10% Wasser dabei. Wichtig ist dabei, ich muss so lange jetzt rühren, bis dieser ganze Wasserdampf sich verflüchtigt hat. Dann kann ich wiederum zusätzlich eben meine flüssigen Lebensmittelfarben beigeben, die könnte ich auch schon vorher beigeben. Ich gebe sie immer gern am Schluss bei, so kann ich die Farbe besser einfach abstimmen, wie hell oder dunkel sie sein sollte. So, dann gieße ich das Ganze in meine Silikonformen und lasse das Ganze aushärten. Ich gieße das gerne in Silikonformen, einfach aus dem Grund, dass ich das Ganze schon abgewogen habe, mehr oder weniger. So, unser Zucker ist jetzt fest. Man merkt jetzt, das ist die typische Form von den Silikonformen. Und diese typischen Luftanschlüsse kommen vom Silikon, die bekommt ihr auch nicht weg, außer ihr würdet die wieder mit Bunsenbrenner abflammen. So, also was wir jetzt machen ist, wir wollen den wieder zur Verarbeitungstemperatur schmelzen. Das heißt, ich nehme jetzt hier meinen roten Zucker, den ich ja gestern bereits gekocht habe, und gebe das Ganze jetzt in die Mikrowelle. Ja, also wir haben den Ofen eben von Siemens und der Ofen geht auch als Mikrowelle. Also wenn Sie ja keinen Ofen haben, den man auf Mikrowelle einstellen ist, nehmt einfach eine normale Mikrowelle. Wichtig ist eigentlich nur Maximum von den Watt. Dauert circa um die 2 Minuten, dann sollte das passen. Wenn ihr nicht sicher seid, einfach eine Minute mal reingeben und dann immer wieder eine Minute nachschalten, bis es jetzt eben die Konsistenz erreicht, was wir eben später brauchen. So, der Zucker ist jetzt geschmolzen. So sollte das Ganze eben jetzt ausschauen. Wenn man jetzt ein bisschen näher hinschaut, merke ich, ich habe noch ein paar festere Stücke drin. Und das Ganze müssen jetzt wieder runterkühlen, bis es formbar wird. Am besten, man hat eben eine Marmorplatte
Und wenn man keinen Marmortisch zu Hause hat, geht man einfach in den Baumarkt und lässt sich eine herschneiden. Jetzt möchte ich euch noch einen Buchtipp geben, einfach für alle, die das vielleicht mit Zuckerziehen starten. Und zwar eben finde ich das Buch von Ebert Nutter echt sehr gut, weil einfach hierbei die ersten Grundschritte und einfach Aufbau und Gestaltung sehr gut theoretisch erklärt ist und einfach ein paar einfache Techniken auch noch erklärt werden. Ich merke, ob die richtige Konsistenz erreicht ist, wenn ich die Silbermatte oder eben das ist einfach eine normale Silber, also eigentlich eine Tortenform aus Silikon, mit dem arbeite ich am liebsten, wenn ich diese zusammenklappe und den Zucker dann abziehen kann. Immer wieder schön zusammenkneten. So. Und unter der Zuckerlampe müssen wir natürlich schauen, dass es die richtige Verarbeitungstemperatur beibehält. Die kann man natürlich fein justieren, indem dass man die Zuckerlampe wärmer oder kälter stellt. Das ist beim Anfang ein bisschen tricky, aber irgendwann bekommt man schon den Bogen heraus. So, ich schneide mir für die Blumen den roten Zucker in zwei Hälften. Einmal möchte ich ihn klar lassen, den zweiten verarbeiten wir nachher zum Seidenglanz. Dafür nehme ich einfach den Zucker, nehme ihn an beiden Enden und ziehe die immer in die Länge und falte sie dann wieder zusammen. Das Resultat ist einfach, ich arbeite hier Luftschichten ein und durch jede Luftschicht, was eingearbeitet wird, wird der Glanz erhöht, weil das Licht reflektiert wird. Für unsere Blume brauchen wir das geschnittene Blatt. Für diese Grundtechnik drücken wir den Zucker flach, falten den Zucker einmal zusammen, dass wir eine glatte Oberfläche haben, etwas hochdrücken, seitlich ziehen. Und mit der Schere ein kleines Blatt schneiden. So, ich habe jetzt alle Blätter vorbereitet. Ich habe jetzt noch zusätzlich einmal eine Blattreihe gemacht, wo mehr Grün drin ist. Somit habe ich eigentlich 4 Abstufungen. Wie gesagt, je größer das die Blume ist, desto mehr Abstufungen könnte man theoretisch machen. Und dann geht es eben jetzt los ums Zusammenbauen. Dafür verwende ich einfach hier Nägel und meine Schaumstoffmatte. Erhitze den Nagel über den Spiritusbrenner. Und klebe diesen an meine Knospen. Und starte jetzt mit den durchsichtigen Blättern. Erhitze diese unten am Rand. Und klebe diese wirklich ganz oben auf die Knospe. Achtet wirklich beim Schmelzen, dass die Blätter nicht zu breit sind, sonst kriegt ihr Probleme beim Ankleben. Wenn ihr die ersten Reihen erst fertig habt, geht ihr einfach her, nächste Farbe und einfach weiterbauen. Wirklich darauf achten, dass es nicht zu schnell sich öffnet, das Blatt. Das heißt natürlich, je weiter, dass wir nach unten kommen, kann es sein, dass wir öfters nachjustieren müssen. So, dann starten wir mit der letzten Farbe. Und schauen immer, dass wir von der Spitze größer werden und dabei nach innen kommen, dass wir wirklich eine schöne Knospe erlangen. Ja, und somit kann man ganz einfach eben eine ein bisschen aufwendigere Blume, aber mit kleinen Effekten merkt man einfach, was man da gleich erzeugen kann. Ja. Unsere Zuckerblume für Dianas Meisterprüfung. Oh. Ich hoffe, dir hat mein Video über diese Zuckerblume gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben oder Kommentar freuen. Wie geht es euch zum Beispiel beim Zuckerziehen oder habt ihr schon andere Blumen mit Zucker oder Isomalt gemacht? Und somit würde ich einfach sagen, ich freue mich auf das nächste Mal und ciao! Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Peter, wo ist die Maus?